Kannst du bitte die Befestigung der Lenksäule und des Lenkbolts kontrollieren? Wunderbar. Das hier ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, die von Liebherr-Mitarbeitern im Vorfeld des Liebherr-Race erledigt wird. Matthias Neumann und Matthias Fendt sind Ausbilder für Industriemechaniker und für Elektrotechnik. Sie prüfen die Seifenkisten der teilnehmenden Rennteams. Sind die Bremsen in Ordnung? Wie sieht es mit dem Lenkungsspiel aus? Erst wenn alle wichtigen Verbindungen und Funktionen überprüft wurden, bekommen die Seifenkisten die Freigabe fürs Rennen. Genau, und passt's? Also die Grundeinstellung ist meistens richtig gut. Es sind nur Kleinigkeiten, wo man vielleicht eine Schraubverbindung einen Ticken fester anziehen muss. Aber uns ist einfach wichtig, dass keine Seifenkiste ohne Sicherheitscheck auf die Rennstrecke kommt. Und deswegen führen wir bei jeder Seifenkiste diese Sicherheitsüberprüfung durch. Denn am Renntag sollen die Seifenkisten nicht nur toll aussehen und schnell fahren, sie sollen in allererster Linie auch sicher für alle Beteiligten sein. Darum nehmen sich die beiden Ausbilder auch reichlich Zeit, um jeden möglichen Schwachpunkt zu finden. Schließlich sind die Seifenkisten für einige der Schülergruppen der erste Versuch, eine so komplexe Konstruktion von Grund auf zu bauen und zu designen.